So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Nutella Total War mit den Hunden. Ja, wir wollen uns in dieser Folge jetzt damit beschäftigen, die Haushalte zu verteilen. Denn da habe ich sicherlich in der Vergangenheit nicht mich ganz so gut drum gekümmert. Macht in der Regel auch nicht, wie gesagt, es ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber es macht kleine, aber sichere Feinheiten aus, die ich nicht immer genutzt habe. Deswegen kümmern wir uns jetzt eben darum. Also ich weiß, dass einige Generäle damit schon ausgestattet sind. Man sieht es hier, der hat diese Eigenschaften, hier hat jemand sie nicht. Der hat sie auch nicht. Der hat sie wiederum. Der hat sie auch und der hat sie nicht. Also bei manchen Armeen fehlt es aktuell noch. Ich hatte ja aber auch zwei, drei frische Horden aufgestellt. Das heißt, so lange besteht dieses Problem noch nicht. Und es macht eben jetzt auch nur einen kleinen Unterschied aus. Trotzdem machen wir jetzt mal hier ein bisschen was. Wir brauchen mal hier ein bisschen Veränderung. Wobei das ja hier unser Fraktionsanführer ist. Das hatte ich ja gerade erst entfernt. Das heißt, wir hatten eigentlich nur zwei Horden. Und hier sieht man es auch, das ist eine unserer frischsten Horden. Und dann haben wir hier noch, genau, welche war es von den beiden? Wahrscheinlich die. Genau. Die, weil die andere hier, die ist schon ein bisschen älter, sieht man eben an der verbesserten Infrastruktur. Das sind eben noch die neuen Horden, ne? So, wir können natürlich Kurt ja trotzdem mit ein paar militärischen Haushaltsgegenständen ausstatten, weil er ist ja immer noch ein General. Als solcher soll er auch ja hier gewertschätzt werden. Moral plus 15 gegen östliche Imperien, das können wir mal einsetzen, weil wir uns ja hier immer noch in diesem Osten aufhalten. Im Südosten, aber das dürfte alles zum Osten zählen. So. Moral plus 10 für Tengristenarmeen. Sind wir ja. Und dann haben wir hier noch die Sandalen. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte plus 10%. Was haben wir noch? So, diese Agenten bekommen ja sehr, sehr selten diese Haushaltsgegenstände, weil man da einfach sehr, sehr wenig von hat. Und dann, ja, ist es eben was Besonderes. Aber der General, der bekommt noch was. So, Nahkampfangriff plus 5 für Infanterie. Das könnten wir eher in der Infanteriearmee gebrauchen. Das dürfte hier ausschließlich eine Kavallerietruppe sein. Genau, also wäre es ganz gut, wenn wir hier auf Geschwindigkeit gehen würden. Oder Erschöpfungsrate minus 5% für Kavallerieeinheiten. Dann haben wir hier Geschossschaden plus 5% für Kavallerie. Das ist der Reflexbogen, den ich bei meinem Fraktionsanführer zuletzt entfernt hatte. Und dann haben wir nochmal eine Leinentunika, die erhöht auch nochmal den Geschossschaden und die Geschwindigkeit für die Kavallerie. Genau das, was wir hier auch brauchen. So. Und was haben wir hier? Das dürfte ja auch eine reine Armee aus Kavallerie sein, ne? Genau. Das heißt, hier können wir eigentlich was Ähnliches gebrauchen. Was haben wir hier? Geschwindigkeit im Gefecht, Fernkampf, Infanterie? Nee, nee, wir haben ja nur Kavallerie. Ja, dann nehmen wir das hier. Nahkampfangriff plus 3 für die Einheit des Kommandanten. So, auch wieder Geschossschaden. Plus 5% für Kavallerie. Und hier können wir. Hier haben wir die Qual der Wahl. Hinterhalten, Nachtkämpfen. Das nutze ich alles so selten. Ah, hier. Geschwindigkeit. Im Gefecht plus 3% für Kavallerie. Wenn das überhaupt ein Punkt oder zwei Punkte ausmacht. Wobei, wenn die Standardeinheiten haben ja in der Regel 100 Geschwindigkeit oder 90, 100 bis 110 Geschwindigkeit. Da dürften ja die 3% dann immer so vielleicht zwei, drei Punkte auch ausmachen. Ja, ob das jetzt kriegsentscheidend ist, ist eine andere Geschichte. Aber wir nehmen das mal. Geschwindigkeit für Kavallerie. So. So, dann können wir ja mal schauen. Wir haben ja eine einzige Armee, die hier vorwiegend aus Infanterie besteht. Und dass wir hier vielleicht mal am besten auch diese Eigenschaften für Infanterie anlegen. So. Nahkampfangriff plus 5 für Infanterie. Nahkampfschaden plus 5% für Infanterie, plus 5 Moral für Nahkampfinfanterie und plus 2% für Rekruten und Nahkampfinfanterie Schildausbildung. Das machen wir auch mal. Und was haben wir hier noch für unsere Nahkämpfer?
So. Moral, Rüstung. Hier. Nahkampfschaden plus 3% für Infanterie und Schildausbildung. Das setzen wir mal ein und dürften die Einheiten nächste Runde doch nochmal um ein paar Punkte besser sein. Dann könnten wir sogar auch auf die 50 Nahkampfangriffspunkte kommen. Wäre auf alle Fälle nicht schlecht. Und die Armee können wir auch noch bewegen. Ich hatte ja das letzte Mal nur unsere drei Horden hier in Judäa bewegt. Das werden wir jetzt hier auch machen. Allerdings mit Vorsicht. Denn Axum ist natürlich nicht zu unterschätzen. So, den schicke ich jetzt wieder nach Norden. Und hier gehen wir einfach mal ein bisschen hin und her. Hat sich nichts verändert. Genau. Ach ja, mit den Agenten haben wir ja auch noch. Die Garamanten sind nach wie vor im Krieg mit Axum. Das gilt. Und die Abdani. Joa, mit den Garamanten haben wir so gute Beziehungen. Aber ich denke, wenn wir weiterziehen Richtung Westen, wenn wir erstmal hier mit Axum fertig sind, dann werden sich die Beziehungen da auch wieder abkühlen. So ist es ja in der Regel. So, dann fallen wir jetzt ein ins Land. Beziehungsweise wir sind ja schon im Land von Axum angekommen in Alexandria. Sorgen hier auch schon für eine Nahrungsmittelknappheit. Leider haben wir noch keine Hungersnot. Das könnte allerdings passieren, wenn wir jetzt hier diese Region komplett ausplündern. Da müsste man natürlich jetzt genau ausspähen, wo überall Landwirtschaft ausgebaut ist, wo nicht. Das können wir aber relativ schnell in Erfahrung bringen, denn Axum kontrolliert ja jetzt hier nur noch diese Städte. Gut, Ptolemais sehe ich aktuell nicht. Ist mir aber auch egal, weil in Provinzhauptstädten kann man ja keine Farmen oder Landwirtschaftsgebäude errichten. Dort gibt es diese Lebensmittelmärkte. Kann also sein, dass dort so 50, 60 Nahrung produziert werden, aber damit können wir ja kalkulieren. So, dann haben wir ja Paraetonium. Dort haben wir auch nichts, was produziert. Das ist sehr gut. Und Alexandria, da haben wir einen riesigen Verbrauch durch die große Stadt. Einen Palast, der ebenfalls Nahrung verbraucht. Sehr schön. Dann haben wir hier noch die Stadt, die ich nie aussprechen kann. Ochyschynschos, wie auch immer so heißt. Dort haben wir dann tatsächlich mal ein Gebäude hier. Nisaianische Stelle. Weil so fruchtbar ist diese Region ja auch nicht, ne? Oh doch, Ägypten ist ziemlich fruchtbar. Liegt bestimmt am Nil oder an irgendeinem Spezialgebäude hier in der Region. Ja, wird in der Region liegen. Das Gebäude produziert 50 Nahrung, nochmal 50 zusätzlich durch durch die Fruchtbarkeitsstufe. Jetzt war ich gerade hängen geblieben. Wobei wir uns ja eigentlich nur diese Regionsdetails anschauen müssen, oder? Das sehen wir ja hier immer. Hier haben wir minus 120 Nahrung. Also die haben hier eine Nahrungsmittelknappheit. In Äthiopien. Und das gehört ja alles zu Ägypten. Hier haben sie auch eine. Mit minus 234 in dieser Region. In dieser Region haben sie minus 120. Und in Libyen haben sie minus 40. Eigentlich haben die überall ein ziemlich krasses Defizit. Dürfte also vielleicht sogar schon ausreichen, wenn wir hier Ochyschanchos niederreißen. Bin ich mal gespannt, wie schnell wir dieses Reich destabilisieren. So. Dann wollen wir uns mal ein bisschen anmelden hier. Ja, und ich denke mal, wenn wir mit drei Horden hier immer nebeneinander stehen und die sich gegenseitig unterstützen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Alexandria wird auf alle Fälle ein interessantes Ziel werden. Truppen sehe ich leider aktuell nicht. Die Garnison ist ganz passabel. Ja, ein paar Speere. Nichts, was wir nicht kennen. So, wie sieht es mit Gebäuden aus? Da haben wir zumindest hier in
Der Wille Tengri ist die Option auszubauen. Und auch nur dort. So. Was baue ich denn hier oder was wollte ich denn hier bauen? Das ist die nächste Frage. Wir haben hier eine Waffenschmiede. Was hatte ich vor? Ich kann mir jetzt eigentlich nur erklären, dass ich hier noch das Kavalleriegebäude bauen wollte. Ah, und wenn ich mich ganz genau entsinne, ich habe ja ein gutes Gedächtnis, zumindest hier, wenn es ums Eingemachte geht, dann hatte ich das Gebäude angefangen und wieder abgebrochen, aufgrund des hohen Nahrungsverbrauchs. Wir haben ja hier nur 43. Da laufen wir doch sehr Gefahr, in ein Defizit zu schleichen. Nee, wir bauen mal den weiteren Slot aus. So, was könnte ich hier gebaut haben wollen? Ich habe die Waffenschmiede hier. So, wir haben ja Zeit zum Überlegen. Also Wachstum. Ja, sicherlich nicht verkehrt, aber da haben wir auch schon ziemlich viel von. Wir haben auch schon einen Tuchmacher. Einen Jurtenbauer haben wir auch schon. Der Wagenmacher fehlt noch, ne, wenn ich es richtig sehe. So, das ist ein Militärgebäude. Das sind derartige Geschichten. Wie sieht es mit der Nahrung aus in der Horde? 40. Ja, also wir können auch noch ein Nahrungsgebäude bauen. Bin ich jetzt nicht mehr abgeneigt. Denn wenn wir hier irgendwann doch noch das weitere Militärgebäude aufbauen wollen, brauchen wir hier auf alle Fälle etwas mehr davon. Wir bauen mal ein Landwirtschaftsgebäude. Die Hirten der Hirten. Und dann sind wir eigentlich so weit, ich das jetzt hier sehen kann. Fertig. Und was ich jetzt auch machen werde, ich werde hier ihn, den Obtar, der ist ja ziemlich erfahren mittlerweile, den werde ich jetzt mal hier in das Amt des ehrwürdigen Ältesten schicken. Dann kann nämlich einer der beiden Kandidaten hier auch direkt nachrücken, sodass wir hier immer, naja, die Slots frei machen für weitere Kandidaten. Und der war ja schon mal ziemlich weit oben. Den packen wir jetzt also direkt in das Amt des ehrwürdigen Ältesten. Hat keine Nachteile. Ja, im Gegenteil, erhöhter persönlicher Einfluss und vor allem plus 10% mehr Einkommen aus den Hordengebäuden. Wir können ja mal schauen, ob da... das ist die Horde hier, die 4200 produziert. 10%, das wären 24 Goldstücke. Das können wir ruhig mal mitnehmen. Rinder. Weiter geht's. So, die Alemannen. Na, jetzt bin ich gespannt, ob er angreift. Wird er sich nicht trauen. Weil ich habe das Gebiet ja ausgespäht. Da dürften nur zwei Armeen stehen aktuell, oder? Sieht ganz so aus. Der verbarrikadiert sich jetzt in Alexandria, was er auch richtig macht. Weil er nur mit einer einzigen Armee sich dort verbarrikadieren kann. Vielleicht ist er so schlau und schickt eine Armee in den Hafen, die andere in die Stadt. Denn dann muss ich so oder so belagern. Was ich aber auch machen kann, was kein Problem ist. Denn während ich belagere, kann ich ja mit zwei Horden trotzdem die Regionen ausplündern. Ich brauche aber einfach sehr lang.
Da werde ich gleich mal schauen, denn es kann gut sein, dass die jetzt ihre Truppen wieder nach Norden schicken. Das würde ich ja genauso machen. Schon beeindruckend, wie lange die KI doch jetzt zieht, und das, obwohl ich auf einer SSD spiele. Also ich will jetzt nicht wissen, wie lange das mit einer HDD dauern würde. Wahrscheinlich doppelt so lang. Na, mindestens doppelt so lang. Wenn nicht dreimal, viermal so lang. So, der Spion ist weg. Da haben wir jetzt also auch kein Auge mehr. Mal schauen, vielleicht wurde er auch nur verwundet. Dann haben wir ihn zumindest in drei, vier Runden wieder. Sturm hat lange genug. So, Anatolien bietet mir Frieden an. Oh, die haben noch eine weitere Region dazu gewonnen, so wie es aussieht. Das sah mir doch ziemlich groß aus, das Gebiet. Feindliche Agentenaktivität, Erfolg. Wir gucken gleich mal. Verdächtiger Tod. Okay, der ist tatsächlich umgekommen. Und natürlicher Tod L. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Die wollte ich noch verheiraten. Politisches Hindernis. Kordiak und Opta. So, dann nutzen wir mal den Einfluss von Kordiak. Oh, das ärgert mich jetzt aber schon ein bisschen. Ich wollte die verheiraten. Jetzt mal kurz gucken. Die war das, ne? Ah, jetzt ist die mit 52 verstorben. Das wäre natürlich, wäre mir eigentlich ganz egal gewesen. Das ist natürlich schade. Nee, hä? Jetzt bin ich aber total verwirrt. Haben wir zwei, die so hießen? Jetzt bin ich ganz leicht verwirrt. Ach, die hat ihre Tochter genauso genannt wie die Mutter, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Nee, jetzt blicke ich aber gar nicht mehr durch. Hier dieser Okta, das war der Sohn von L, und die heißt zwar auch L, die wurde aber eingeheiratet. Ja, also das ist jetzt nicht eine Blutlinie. Okay, also wir haben die noch. Die ist ja auch erst 34, also die wird so schnell nicht wegsterben. Also mit 34 einen natürlichen Tod, natürlicher Todlor, das habe ich auch noch nicht erlebt. So, die Jurten wurden errichtet. Zum Dienst bereit. Generäle. So. Das heißt, wir haben aktuell wieder einen Spion frei. Den holen wir uns auch gleich. Bei Spionen kenne ich nichts. Ja, die Agenten, die gehen, also diese Priester-Agenten, die gehen mir einfach zu schnell drauf, als dass ich sagen würde, ja, die hole ich mir gleich wieder. Die sind zwar auch ganz gute Ersatzspione, gerade zu Beginn, wenn man die eben relativ frühzeitig freischaltet, aber. Ne. So, was haben wir denn? Maulwurf, Baumeister und einen Kunsthandwerker. Bei dem Baumeister finde ich jetzt aber auch nicht verkehrt, aber der wird ja größtenteils unterwegs sein. Der wird ja größtenteils mal wieder spionieren. Kunsthandwerker. Hier steht Wohlstand plus 10% aus Industriegebäuden für die übergeordnete Horde. Ich kann hier mal nachschauen. Das ist die Horde hier, ne? Genau. Ob das klappt, wenn der nicht unbedingt in der Horde eingesetzt ist. Die hier produzieren wir aktuell 6857. 6857. Ich glaube zwar nicht, dass es einen Unterschied macht, aber. Und 6857. Nö. Vielleicht auch erst, nachdem wir in die nächste Runde gegangen sind, kann auch sein. Ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. So, die haben direkt mal eine Flotte aufgesetzt hier. Hier kommt ein bisschen Nachschub.
Die Truppen dürften jetzt besser sein, ne? Ja, ein Stück weit. Wie machen wir das jetzt? Wir sind übrigens hier am absoluten Ende unseres Imperiums angekommen. So fühle ich mich nicht. Also so mächtig, wie ich angezeigt werde, fühle ich mich auf alle Fälle nicht. Reichtum moderat. Finde ich auch krass. Mit 249.000 werden wir hier als moderat angesehen. Aber da, ich glaube, in diese Berechnung fallen auch Provinzen rein. Und da wir eben nicht sesshaft sind. Eroberung plus 25 Wachstum durch Niederreißen von Siedlungen. Unterbindet feindliche Verstärkung und so ziemlich alles in Regionen, in denen sich die Horde aufhält. Darauf habe ich bisher noch gar nicht geachtet. Auch auf diese 25 Wachstum. Ich meine, gut, ich habe ja bisher jedes Mal entweder eine Siedlung ausgeraubt und dann niedergerissen oder eine Siedlung ausgeraubt und dann unterworfen. Also wir kommen ja relativ häufig dazu, dass wir die ausrauben. Da gibt es auch einen kleinen Bonus hier aus Wachstum, nämlich 25. Das ist, sag ich mal, ein halber Wachstumsstrich. Also die Hälfte von diesem, von dieser Anzeige hier. Plus 1 Integrität für jeden ausgeführten Krieg. Warum sehe ich das eigentlich jetzt erst? Habe ich das am Anfang mal vorgelesen? Vielleicht habe ich es auch wieder vergessen, kann auch sein. Hungersnot plus 20, Nahrungsbau in Provinzen, in denen sich die Horde aufhält. Doch, das kommt mir alles ziemlich bekannt vor. Aber hier plus 1 Integrität für jeden ausgeführten Krieg. Da ist es ja dann eigentlich doch ganz gut, dass wir so viele Kriege führen, ne? Bereit für den Einsatz. Gleichzeitige Kriege 18. Also wir bekommen allein einen Bonus von 18 auf die Integrität. Da sollte ich eigentlich für jeden Krieg dankbar sein, den ich mit irgendwelchen Fraktionen führe, die in weiter, weiter Ferne liegen. Hätte ich mir vielleicht auch überlegen können, ob ich den Krieg hier aufrechterhalte mit den Oströmern oder mit diesen Rebellen. Aber, naja, halb so schlimm. Weil die Integrität ist jetzt auch nicht gefährdet in unseren Horden. Also man sieht ja hier, es steigt ja fast überall. Hier haben wir eine Horde, wo es sinkt. Hier ist es neutral. Hier steigt es. Es ist jetzt nicht gravierend. So. Die haben angegriffen und verloren. So, die haben wieder umgedreht. Aber so richtig bewegen tun die sich hier trotzdem nicht. So, ich weiß schon, ob hier noch ein Nahrungsgebäude ist, beziehungsweise ein Landwirtschaftsgebäude in Berenice. Und das ist der Fall. Ja, hier ist ein Schafstall und ein Kamelhof. Ja, das produziert natürlich eine Menge. Ich glaube, mir wurde auch in der letzten Runde hier das Ganze nur angezeigt, ohne dass ich... die Informationen über Berenice hatte. Weil es hat sich ja nichts geändert an der Situation, dass ich immer noch in der Region stehe und plündere. Und jetzt hat er hier nämlich insgesamt zwar minus 238. Achso, das wird mir immer nur für die Stadt angezeigt. Achso. Ich dachte, das wird immer für die ganze Region angezeigt. Okay, dann habe ich mich tatsächlich mal geirrt. Darf ja mal passieren. Dann dürfte es aber alles in einem trotzdem nicht so rosig aussehen. So, ich gebe wieder zurück, das reicht mir schon. Dann haben wir hier im Ptolemais 210. Okay, Ptolemais erwirtschaftet jede Menge. Er hatte nämlich noch einen Fischereihafen. Die Häfen habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Also hier hat er 210. So, er hat er hier minus 40. Ist er bei 170. Ägypten, Alexandria 170, minus 238.
Ist er bald ca. plus minus 70. Minus 70. Hier war glaube ich nichts. Berenice. Ist er bei plus 5? Nee. Bei plus 100, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Plus 100, minus 5, minus, plus 50. Ja, aber dann müsste er eigentlich trotzdem eine ziemliche Knappheit haben, wenn ich das richtig gezählt habe jetzt. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen es jetzt nicht daran festmachen. Eine Hungersnot oder eine Nahrungsmittelknappheit hat er so oder so aktuell. Aber die Nahrungsmittelknappheit heißt eben noch nicht, dass Verschleiß entsteht. Der entsteht erst, wenn fraktionsweit ein Defizit besteht. Und da müssen wir bestimmt noch ein paar mehr Horden dazu holen. Oder eben hier diese Stadt Berenice ja, zerstören, weil wenn ihm hier diese 175 Nahrung verschwinden, dürfte das schon kritisch werden. Dürfte das kritisch werden. So, ich will doch hoffen, dass Judäa nächste Runde diese Stadt wieder aufbaut und nicht die römischen Separatisten. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, wo die hinwollen. Die wollen hier in Axum landen. So, ich würde jetzt ganz gerne erstmal diese arabischen Separatisten angreifen. Ehe ihr zu reden beginnt, lasst mich sagen, dass ich ein Amulett gegen und das bieten wir gleich mal unseren Verbündeten hier an. Fauler Zauber wird euch nichts nutzen. Das wird bestimmt schon mal die Beziehung verbessern, ja. So. Mal gespannt. Ihr habt weitere Befehle? Ausrücken! Nehmen wir mal einen der jüngeren Generäle, weil wie gesagt, ich will jetzt eigentlich ungern mit hier Kordiak noch Erfahrung sammeln. Er ist ohnehin auf Level 10. Der hat also das Maximum an Erfahrung überhaupt gesammelt, was er haben kann. Jetzt sind die anderen Generäle dran und entscheidend ist, glaube ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste so sein, dass der General, der quasi den Angriff durchführt, am meisten Erfahrung bekommt. So, wir holen die andere Streitmacht dazu. So. Ah, jetzt habe ich natürlich trotzdem Kordiak genommen, das wollte ich nicht. Huch. Das wollte ich natürlich nicht. So, dann nehmen wir hier den Herrn Askrum. Askum, so heißt er. So. Ich habe auch bisher, darauf wollte ich auch nochmal eingehen, jetzt wo wir hier gerade in der Situation angekommen sind. Ich bin bisher, das wird wahrscheinlich einigen von euch aufgefallen sein, immer nur auf diesen aggressiven Spielstil gegangen. Es gibt hier die verschiedenen Möglichkeiten. Gegen mit Geschossen überlegene Feinde effektiv. Dann haben wir hier erhalten Einheiten keine Boni oder Strafen. Ich kann das leider jetzt nicht komplett lesen. Wenn die ausgeglichene Gefechtssteuerung angewandt wird, erhalten Einheiten keine Boni oder Strafen. Und dann gibt es hier noch Beschützen und Verteidigungsposition. Ein effektiver, wenn ihr mit den Geschossen überlegen seid. Das ist halt immer so eine Frage. Ich habe übrigens mit diesen beiden Aktionen hier, mit ausgewogen Beschützen, habe ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Mit den Weströmern. Das müsste aber schon eine Weile her sein. Das war ein relativ altes Let's Play. Und da habe ich mal geschafft, dass ich hier, glaube ich, 70-80% hatte. Und dann hatte ich beschützend genommen. Und dann habe ich die Schlacht tatsächlich verloren. Obwohl ich doch einige Bogenschützen hatte. Deswegen, also das ist wirklich der Grund, warum ich hier immer aggressiv nehme. Wenn ich überlegen bin. Ich hatte einige sehr schlechte Erfahrungen gemacht hier mit diesen Aktionen. Und das ist der Grund, warum ich immer aggressiv nehme. Ich würde das jetzt tatsächlich mal wieder testen wollen, beschützend, aber ich traue diesen Aktionen nicht so über den Weg, weil ich auch nicht weiß, wie stark diese Bonis da bewertet werden. Wie stark zum Beispiel Artillerie dort einberechnet wird und wie stark zum Beispiel Bogenschützen, hier berittene Bogenschützen, einkalkuliert werden. Wir sind ja ganz klar überlegen, was Bogenschützen angeht. Ich werde das jetzt auch mal machen. Ich werde es auch mal nutzen, weil ich jetzt hier nicht davon ausgehe, dass es schief geht, aber das ist eben der Grund, dass ich immer aggressiv wähle. Na? Und obwohl in der Regel die Gegner alles andere als überlegen sind, was Geschosse angeht, ich habe einfach sehr schlechte Erfahrungen mit Beschützen gemacht, mit dieser Auswahl hier. Das wollte ich einfach mal loswerden. Aber wir nehmen jetzt trotzdem mal Beschützend, denn ich denke, das wird sich ganz gut machen. Ich denke aber, wir werden fast genauso viele oder genauso hohe Verluste gehabt haben, wie wenn ich aggressiv genommen hätte.
Ich kann mir ja mal. Das Problem ist halt, es macht auch keinen Sinn, sich diese Ergebnisse und hier zum Beispiel, was man aufgestellt hat und was der Feind aufgestellt hat, dass man sich das aufschreibt, weil das wird ja jedes Mal völlig individuell durch einen Generator berechnet und es sind ja jedes Mal andere Einheiten. Es wird nicht genau diese Armeekomposition wieder auftauchen. Das würde ich mal als sehr unwahrscheinlich ansehen. Von daher, ja, das ist der Grund, warum ich immer aggressiv nehme und ich werde es in Zukunft auch wieder nehmen, weil ich nun mal sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. So, wir können die diesmal allerdings nur ausrauben. Dann machen wir das. Und dann hauen wir es gleich kaputt. So. Dann gehen wir hier trotzdem in die Hordenstellung. Ja, ich wollte mich jetzt grundsätzlich eigentlich in diese Region bewegen. Aber wenn ich das mache, ich sehe ja hier nichts. Ich weiß nicht, wie viele Armeen vielleicht diese Saniden hier im Umfeld haben. Und da will ich, dass die sich hier gegenseitig verstärken, ne? Dieses Dreieck, man sieht es ja hier. Die unterstützen sich, dann können wir nächste Runde wieder zurückziehen. Ich denke nicht, dass jetzt hier eine große Gefahr droht, weil, ja, die sind alle relativ gut beisammen. Aber ich würde mich trotzdem ein bisschen wohler fühlen, wenn wir hier im verbündeten Territorium stehen würden. Nehmen wir noch eine Hungersnot. So. Dann hätten wir das auch. Dann dürften wir jetzt ja einen erhöhten Bonus bekommen aufs Wachstum in seiner Armee eigentlich, ne? Genau. Hier haben wir zwar den Bonus fürs Wachstum, aber man muss auch dazu sagen, das bringt natürlich relativ wenig, weil man in dieser Lagerstellung trotzdem deutlich mehr Wachstum hat, ne? Also, man sieht es ja hier. Der Strich ist riesig und hier ist der Strich, ja, fast nicht ersichtlich. Wobei es mich ein bisschen wundert, eigentlich müssten wir die Hälfte Wachstum haben. Wird das irgendwo reduziert? Benötigtes Wachstum, Wachstumsfaktoren. Eigentlich sammeln wir die Runde jetzt 28 Wachstum. Da dürfte uns eigentlich die Hälfte des Strichs angezeigt werden. Müssen wir mal beobachten, ob wir hier nächste Runde dann Rang 2, Rang 3 haben oder ob es immer noch Rang 2 ist. Aber ansonsten würde ich erstmal sagen, das war's. Wie sehen die Beziehungen aus mit den Ghassaniden? Nicht so gut. Stellt meine Geduld nicht mit euren stumpfen Worten auf die Nicht Probe. so gut. Ja, aber dann würde ich mich erstmal zurückziehen wollen. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.